Und damit herzlich willkommen zurück zu State of Decay Teil 2. Wir sind letzte Folge an unserer ersten Basis angekommen, haben diese eingenommen, ein bisschen rumgeeidelt, was man hier so machen kann, haben uns angeschaut, was man alles bauen kann. Viel ist es nicht, weil, also man kann schon, aber uns fehlen da wahrscheinlich die wichtigsten Baustoffe. Und wir haben auch jetzt schon die Quest bekommen. Wir sollen zum nächsten Handymast und das Gebiet untersuchen, um alles zu finden. Und wollen nochmal eben kurz mit Gentry reden. Der Doc sagt, wir brauchen Materialien, um eine Krankenstation zu bauen. Wir erledigen das besser sofort. Okay, zu diesem Charakter wechseln. Wir könnten also mit ihm spielen. Das stimmt, ich werde das Gebiet überwachen. Okay, wo soll denn der Handymast hier sein? Sagt die Karte. Mobilfunkmast, das ist er. Aber warum blinkt er das hier rot ein? What happened? Kettle Rock Werbetafel, Aussichtspunkt. Gut, Wegpunkt hinzufügen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall raus. Yeah, I'm out for a bit. Don't die. Okay, tippe auf I, um die Bedürfnisse deiner Gemeinschaft zu überprüfen, während du nicht zu Hause bist. Die Bedürfnisse der Gemeinschaft werden in der linken oberen Ecke angezeigt. So. Ja, Lebensmittelvorräte gering. Und Delia hat ja die Blutseuche. Okay. 180 Meter in die Richtung. Ob das so gut ist, bei der Dunkelheit jetzt hier rumzumarschieren. Die Tür geht automatisch zu. Papa ist draußen. Ich dachte eigentlich, wir könnten jemand mitnehmen, aber... Ich will jetzt erstmal zu dem Handymast. Auto. Nee, ich will wieder raus. Bremse, fahre rückwärts. Wie steigt man aus? Spiel? Okay. In diese Richtung. Aber wir sehen nichts. Und hier war Wasser, ne? Wollen wir erstmal ein bisschen Häuser inspizieren hier. Ich glaube, da jetzt durchzumarschieren. Potenzielle Ressourcen, Fragezeichen, Container durchsucht 3, Gebiet erkundet 1. Alright, let's see what we got. Okay. Das machen wir aber jetzt leise. Da draußen läuft so viel Gesocks rum. Wir sind jetzt, wie gesagt, allein. Wir haben keine Hilfe. Was ist das? Krug mit Ethanol, ja. Ultraleichter 6-Platz-Rucksack haben wir ja schon. Können wir mitnehmen. Toolkit, nutzbar, Fahrzeugreparier. Mit diesem Set können wir ein Fahrzeug reparieren. Man muss nur an die Vorderseite gehen und damit interagieren. Okay. Was noch was? Aha, dabei kann jedoch eine Menge Lärm verursacht werden. Wollen wir natürlich nicht. Was ist das? Schützenmine. Ein Karton voll mit primitivem Sprengstoff mit einem einfachen Nagel- und Batteriezünder. Nach ein paar Sekunden fliegt das Ding bei der ersten Berührung in der Luft. Ghetto Blaster, platzierter Lockvogel. Ein tragbares Radio, das sehr viel Lärm verursacht, wenn es eingeschaltet wird. Läuft so lange, bis die beinahe leeren Batterien endgültig leer sind. Okay. Türen lassen wir mal auf. Ich hoffe, die bleiben auf. Was haben wir denn hier? Container? Ach, das war noch nicht mal das Haus. Hier ist echt hier rein. Schauen wir erstmal draußen eben, ob hier noch irgendwas versteckt ist. Aber scheint nicht so. Hallo? Jemand da? Mit der 101 von 4. Ist ja garantiert ein Zombie da.
This place seems chill. Okay, dann doch nicht. Da blitzt was, da blinkt was. Oh. Nochmal Ethanol. Eine P7. Can't carry that. Schon jetzt. Ich hätte gern einen großen Rucksack. Genau. Que la chingada. Nichts gefunden, das gibt's also auch. Schade. Hier ist jemand Akku auf uns. Musik sagt ja. Jetzt ein Waffenkopf. Das Feuerwerkskörper. Auch ein Lockvogel. Das ist zu viel, man. Ja, ist ja gut. Man. Hallo? Jetzt wird's also place over. Okay, jetzt haben wir Stress. Okay. Wir haben also zwei Betten und wir haben jede Menge Kram. Mimip. Ich will bei der Dunkelheit ehrlich nicht dahin. 150 Meter. Ist hier eine Tankstelle? Werkstatt oder so, ne? Das ist unsere Basis. So. Laden wir eben den Kram ab. Nice! You're graceful. Ja. Können wir mal wieder zumachen hier? Zumachen? Was ist jetzt kaputt gemacht? Okay. Können Türen nicht automatisch aufgehen? So, okay, der kann rein, das... Ne, stimmt ja gar nicht. Ja, Cheater. Der kann rein. Ach, Einlager ist Leertaste. Nein, Entschuldigung, gut. Einlagern, 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 einlagern. Ethanol. Einlagern. Also alles looten gehen. Das ist ätzend, wenn man nur 6 Slots hat. Wenn ich das mal so sagen darf. Mach dich auf den Weg. Hast du dran gedacht, deine Ausrüstung aufzustocken? Spiel, ich hab noch nicht mal Ausrüstung. Kann er das mal dezent leiser machen, Knallkopf? Ich will den Rest von dem Haus jetzt noch looten gehen. Ist also das hier, ne? Hier drin hatten wir alles gelootet, ne? In der Garage. Und das machen wir jetzt noch und dann bringen wir den Knöß nochmal zurück. Frag mich nur, wie lange es dauert, bis es jetzt hier wieder hell wird. Beansprucht werden wollen wir aber nicht. Wir wollen erstmal den ganzen Schlabberadatsch hier mitnehmen. War hier noch was? Zweite Frage ist, bringt uns das was, wenn wir das jetzt hier beanspruchen? Kostet das was? Können wir jetzt gleich mal eben gucken. So. Wo ist denn das? Beanspruchen hier und da nicht. Hier. So, potenzieller Außenposten, stellt bereit, zwei Betten. Charakterwechsel im Außenposten, Schließfach im Außenposten, Schutzzone um den Außenposten. Achso, benötigt 400, ein Außenposten, Bewertung nicht erfüllt. Bedingung, Bewertung auch. Gut, wir müssen wohl erst diese Punkte sammeln oder Währung oder was immer das ist. Dann bringen wir den Knöß jetzt mal eben nochmal zurück.
Wo wohne ich? Hier wohne ich. Da wohne ich. Nicht. Da wohne ich. Ich befürchte fast, das Spiel möchte, dass wir hier im Dunkeln, rumhantieren. So. Weg, 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 weg. War das? Teil eines Schaltkreises. Ja, da braucht man doch 25, ne? Um, was zu bauen da draußen. Ich will abspeichern, geht das? Öffnen, öffnen, öffnen. Und deine Expedition zu planen. Ja, haben wir doch schon. Da unten haben wir markiert. Ah, okay. Je mehr wir einnehmen, desto. Ah, da wird der. Ah, okay. Ja. Kapiere nicht viel, aber das habe ich jetzt kapiert. Gut, dann gehen wir auf geheime Mission. Mit dem Auto fahren wir nicht. Glaub mal, das wird zu viel Aufmerksamkeit erregen. Und noch bin ich ein Schissbuchs. Wir sind zwar gerade erst angekommen. Ich denke mal, wir haben auch noch bestimmt so eine Art kleinen Pussy-Bonus. Aber man weiß ja nicht, wann der vorbei ist. Geht er hier runter? Oder bricht er sich dann Knie, Bein? Viecher machen nicht mehr Damage nachts, ne? Angriff aus der Verstohlenheit. Popo. Was war einer? Zack, ein Kopf kürzer. So, was sollen wir jetzt hier machen? Außenposten beanspruchen, Stelle gesichert. Bedingungen nicht erfüllt. Ja, wie sollen wir das jetzt machen, Spiel? Sind wir überhaupt am richtigen? Container durchsucht? Wo ist denn hier ein Container? Oben? Klettere die Leiter hoch. Da oben irgendwas versteckt. Man weiß es nicht. Ich bin aber da, ich muss mal Pipi. Alter. Okay, Aufklärung. Aufklärung von einem Turm aus, füllt deine Karte mit Standortsymbolen. Öffne deine Karte und untersuche jedes Symbol, um zu sehen, welche Ressourcen du dort plündern kannst. Verwende diese Informationen, um Vorratsbeschaffung und Beanspruchung von Außenposten zu planen. Okay. Und da ist die bunte Kiste. Das ist ein Eisen. Termitbombe. Okay, es wird immer interessanter. Wie sollen wir denn jetzt zielen? Okay. Okay. Auch cool gemacht. That place might have outposts, but. Aha. Dann nehmen wir natürlich jetzt alles mit, was ein Fragezeichen hat. Oder? Schäbiger alter Schuppen. Baufällige Garage, was er alles nachts sieht, ne? Ich würde ja nichts sehen. Haben wir Besuch oder was trapselt da? Was? Aussichtslager. Erfolg freigeschaltet. Wie in einem Spiel 5 Plätze von hochgelegenen Orten ausgespielt. Aha. Oh, that shit is beautiful. Dibs on the driver's seat. Suche in nahegelegenen Gebäuden nach einem Packsack mit Materialien. Okay, und das müsst ihr uns jetzt laut Spiel
nahegelegenen Gebäuden. Permanente Schutzhelme, Lebensmittelsammlung. Außenposten. Nahegelegenen Gebäuden, hat er gesagt. Das Haus. Auffälliger alter Schuppen. Gehen wir doch erstmal dahin. Klettere die Leiter runter. Kommt denn der jetzt daher? Ist er alleine oder haben wir noch mehr? Gehst du runter? Gehst du runter, Freund? Du kannst dich jetzt auf eine deiner Fähigkeiten spezialisieren. Um den Charakterbildschirm zu drücken. Was? Kämpfen? Spezialisieren? Warte, ich glaube, ich kriege ihn so. Jackson. Während ich im Menü bin, weißt du? Ist Ruhe hier? Darf ich jetzt U drücken? So. Bürger, ansehen. Bürger, diese Gemeinschaft ist in meinem Zuhause geworden. Heldenmodus, beeindruckend. Führerschaft, Sheriff. Cardio, also, okay. Erhöht die Ausdauer und führt zu fortgeschrittenen Athletikfähigkeiten. Kann durch Sprinten und Klettern erhöht werden. Geistesgegenwart. Verbessert die Suchgeschwindigkeit und verbessert die mentalen Fähigkeiten. Kann durch das Erkunden der Karte und Durchsuchen von Containern erhöht werden. Okay. Schusswaffen, können wir das jetzt lernen? Nee, können wir nicht. Wir müssen also. Okay, wähle eine Spezialisierung durch. Erhöht Gesundheit, Traumata entstehen. Langsamer Schlagangriff freigeschaltet. Schwertkampf. Erhöhtes Tötungspotenzial mit Klingenwaffen. Beinfeger freigeschaltet. Klingenwaffen. Erhöhte Gesundheit. Mehr Schaden oder mehr Leben? Mehr Schaden. Schwertkampf schaltet eine neue Kampffähigkeit frei. Umschalten links und für einen Beinfeger der Feinde bewegungsunfähig macht. Bisschen Funk. Hilferuf. Verwende die Online-Spielersuche, um Spieler zu finden. Freiwillig melden. Verwende die Online-Spieler. Ist das jetzt nur Spielersuche? Medizinische Beratung. Ein medizinischer Experte spricht mit dir über Techniken und Gesundheit wirkt sich nicht auf Verletzungen aus. 30 Minuten. Vorratslieferung. What? Okay. So, wir wollten aber Gebäude untersuchen. Ja, das können wir doch jetzt nicht einnehmen, ihr Spiel. Weil da fehlen hier diese mysteriösen Punkte. Oh, warte. Das war der Schuppen hier. Dann machen wir den jetzt nochmal eben in der Aufnahme direkt mit. Und langsam könnte es echt mal hell werden. So, Paket mit Pyrotechnik. Ist das das, was wir haben heute? Gewindebohrer. Mhm. Nach einem Packsack. Was war jetzt ein Packsack? Oder nicht? Dann schauen wir uns hier auch noch um. Bueno, no muertos around. Bueno. Hello?
etwas langsam und bedächtig. Oh! That's too much, man. Ach nee, nicht schon wieder. Wo ist ein anderer Kram, den wir eben... Macht einen lauten Knall, kann aber auf unterschiedliche Weise umfunktioniert werden. Auseinander wird dieser Packsack durch eine Handvoll einzelner Patronen ersetzt. Müssen wir den Kack jetzt erst wirklich nach Hause bringen? So, 14 Pfund. Ablegen, aufbrechen. Was heißt denn aufbrechen? Okay. Was ist denn jetzt passiert? Hat er jetzt irgendwas auf den Boden geschmissen? Aufbrechen? Nehmen. Leertaste. Hab ich. Passiert nichts. Umschalttaste links. Wollen wir vielleicht noch was mitnehmen? Ja. So, können wir den jetzt wieder aufbrechen? Was heißt aufbrechen? 12,9 haben wir. Okay. Jetzt können wir wahrscheinlich nichts mehr mitnehmen. Nein, ich will nicht beanspruchen. Ja. Durchsuchen. Können wir so mitnehmen? Wenn man Munition geht. Munition geht immer. Aber was? Zwei von sechs Containern haben wir durchsucht. Can't carry that. Ich mag es nicht, dass wenn er in jedem Haus, weißt du, so ein, zwei Container gelootet haben, überall sind noch vier Stück drin. Und wenn dann er wirklich mal Probleme kriegst mit den Ressourcen, dann bist du nicht am gucken, wo warst du drin, wo warst du nicht drin. Suche in den nahegelegenen Gebäuden. Ja, ich will aber jetzt nach Hus. Joghurt Chopper hat seinen Ansehen. Joghurt Zahn blinkt ja auch. Ja. Da wollen wir hin. Das ist unser Zuhause jetzt. Wir haben so viele Pfeile jetzt auf der Karte. Ja. Also man sollte ja meinen, dieser Verstohlenheitsangriff sorgt dafür, dass du da so einen Finisher machst. Aber nein. Dann die nächste Frage, können wir jetzt hier hochklettern? Macht ihr das? I think I ought to rest. Ja, dann rest doch. Ah, da klettert er jetzt nicht hoch. Okay, wir können aber hier hochlaufen. Hier wohnen wir, da bin ich sicher. Den Wohnung könnte ich unbedingt. Das Tor ist auf. Eben war es zu, wo wir einfach so gegangen sind. Was? Öffnen? Was happened hier? Hallo? Da war es doch gerade. So, dann gehen wir erstmal rein, den ganzen Stuff abliefern. So. Pass auf, jetzt sagt er uns, Inventarkanistergedöns hier im Lager ist auch voll. Ablegen, Akten. Gewindebohrer, weg damit, weg damit, weg damit. Thermitbomben, weg damit. Küchenmesser behalten wir, die Machete, die Pistole, da kommen wir auch erstmal ablegen. Aber hier scheinen wir wohl unendlich Inventar zu haben, was schon nice ist. Gut, kann man jetzt hier irgendwo schlafen? Wo haben die denn jetzt hier die Bett? Der schmeißt einen Grill an. Finde ich cool. Eine Wurst vom Grill, warum nicht? Ist so ein Bett. Können wir hier schlafen? Bett ansehen. Packsäcke mit Ressourcen sollten im Lager abgeliefert werden. Haben wir doch gemacht.
Ich hab nichts mehr spielen. I don't have. So, Hauptschlafzimmer. Keine passiven Effekte. Aktion. Diese Anlage reparieren. Wurde beschädigt, kann nicht verwendet werden. Wir müssen sie etwas Arbeitskraft und Zeit wieder in Stand setzen. Hauptschlafzimmer. Aktion starten? Nee, wir machen jetzt erstmal nichts. Wird's heller? Nee, bilden wir uns ein. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und in der nächsten Folge marschieren wir wieder von neuem los und holen den nächsten Kram nach Hause oder suchen weiter nach dem Packsack, damit wir mit der Quest weiterkommen. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst und sage tschüss, bis demnächst, bye bye und ciao ciao.